Video zeige ich dir, wie du die Trophäe, die Fahrkarten bitte in Dying Light 2 ganz easy freischalten kannst, indem du einfach nur die U-Bahn-Station als Schnellreisemittel benutzt. Die Möglichkeiten, um in Dying Light 2 von A nach B zu kommen, die sind schier grenzenlos. An vorderster Front natürlich erstmal die verschiedenen Parcoursrouten, die wir da nehmen können, die Varianten, aber auch mit dem Gleiter können wir uns ja nochmal auf eine ganz spezielle Art und Weise hier von A nach B bewegen. Aber auch die Schnellreisefunktion darf natürlich in so einem Open-World-Game wie Dying Light 2 nicht fehlen. Und genau das ist auch der Schlüssel, um einmal an die Trophy zu kommen. Jetzt habe ich an der Stelle die Schnellreisefunktion gemacht und habe doch keine Trophy erhalten. Damit du den Erfolg bekommst, reicht es nämlich nicht aus, einfach nur ausgehend von einem beliebigen Punkt auf der Map hin zu einer der U-Bahn-Stationen zu reisen, sondern vielmehr musst du wirklich von Schnellreisepunkt zu Schnellreisepunkt. Das bedeutet also, du brauchst natürlich erstmal auch ein paar U-Bahn-Stationen, die du schon freigeschaltet hast, aber du musst dann auch wirklich in eine der Stationen gehen und musst das Travel Terminal benutzen, um dann einmal den Erfolg bzw. die Trophäe freizuschalten. Die Travel Terminals, die findest du innerhalb der U-Bahn-Station ganz in der Nähe vom Versteck. Das bedeutet also, du musst jetzt einfach nur hier diese Tafel benutzen und sozusagen dann mit der Metro einmal an einen weiteren Schnellreisepunkt. Welcher der U-Bahn-Stationen du jetzt wählst, ist im Prinzip egal. Das kannst du machen, wie du möchtest. Wir reisen jetzt hier an der Stelle einmal nach Downtown Court und anschließend schalten wir die Trophäe frei. Weitere Tipps zu den Trophäen und Erfolgen von Dying Light 2 findest du hier in dem Video. Und in diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.